Ja, Leute, 1-1 gegen die TSG aus Hoffenheim und in Anbetracht des Spiels, da war das wirklich viel zu wenig mit den glasklaren hundertprozentigen Chancen. Da musst du das Spiel einfach gewinnen, da musst du Hoffenheim am Ende 2-3-1 nach Hause schicken. Es wäre hoch verdient gewesen, das heißt halt von der Leistung, vom Einsatz her, kann man dem Team da nicht viele Vorwürfe machen. Aber auf der anderen Seite die Chancenverwertung, die wirklich nicht gut war in der ersten Halbzeit. Osako mit einem 100er, in der zweiten Halbzeit dann Rashica nach seiner Einwechslung mit 200ern. Aber dann auch, wo er sich einmal außen durchsetzt und in die Mitte auf Eggestein reinlegt, das wird auch nicht veredelt dann, dieser schöne Angriff. Da kommt halt echt viel zusammen und da musst du halt am Ende sagen, war es vielleicht auch ein bisschen Unvermögen, dass man so ein Spiel dann nicht gewinnt, und es wäre wirklich Zucker gewesen für die Tabelle. Es wäre halt einfach auch fürs Gefühl richtig gut gewesen, für die Spieler zu sehen, dass man so einen starken Einsatz, so ein starkes Spiel halt einfach wirklich mit 3 Punkten belohnt bekommt. War nicht. Jetzt heißt es deshalb, vollen Fokus auf Leipzig richten und da genauso auftreten wie in den letzten Spielen. Dann klappt das auch mit den Siegen. Aber eine Sache, die ist mir fast noch mehr als das Ergebnis wirklich richtig, richtig auf den Sack gegangen. Und zwar geht es da um Rashica, der für mich nach seiner Einwechslung eigentlich ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Wirklich gute Aktionen nach vorne und jetzt im Nachhinein eigentlich auf drei Situationen reduziert wird. Zum einen das ja Nicht-Foul bei der Elfmetersituation, wo er halt fällt, weil er oben halt leicht gehalten wird, und die zwei vergebenen Großchancen. Also ich kann da Frust verstehen bei den Fans, dass da natürlich halt da mehr drin war, gerade in den Situationen. Aber ihn genau nach so einer Leistung auf diese Situation zu reduzieren, hat für mich halt einfach wirklich wenig davon, irgendwas mit Fußballsachverstand zu argumentieren. Denn Rashica, gerade nach seiner Einwechslung, der hat Geschwindigkeit mit reingebracht, der hat wirklich gute Dribblings gehabt, starke Momente im Mittelfeld, Angriffe initiiert und dann natürlich auch, ja, fast wie ich vorhin schon gesagt habe, auch einen starken Assist gegeben für Eggestein, was ja auch nicht veredelt wurde, aber am Ende reduziert man ihn auf die drei schwachen Situationen. Deswegen möchte ich euch mal so ein paar Kommentare auf der Werder-Facebook-Seite vorlesen, die ich da gefunden habe über Rashica. So aller hoffentlich das letzte Spiel von Rashica für Werder. Rashica ist offiziell der schlechteste Einwechselspieler, den ich je gesehen habe. Übrigens habe ich das jetzt gerade selber korrigiert, denn da steht einfach nur Schlechtes. Keine Ahnung, was das heißen soll. Rashica, bitte verkaufen. Danke. 5 Stürmer saßen auf der Bank. Ersatz ist also hinreichend vorhanden. Über Rashica, lächerlich. Schwalbe und zwei vergebene hundertprozentige ergeben bei mir Note 6. Hat uns 2 Punkte gekostet. Und das sind noch die relativ harmlosen Kommentare. Und ich muss an der Stelle sagen, das hat mich wirklich arg genervt beim Lesen. Und ich sage auch ganz ehrlich, Leute, für mich, also ihr Kommentarverfasser dieser Stücke, habe für mich tatsächlich so viel Ahnung von Fußball wie vielleicht so ein 3-jähriger Junge von der weiblichen Klitoris. Und mehr sage ich dazu halt nicht, weil jeder, der Rashica da halt irgendwie so proletarisch, irgendwie stammtischartig so bewerten möchte, so sehen möchte, generell das bei unseren Spielern so macht, so wenig argumentativ, dann ist das für mich ein richtiges Armutszeugnis, finde ich. Mega kacke, mega inkorrekt, gar nicht so fanlike. Ja, aber schaut selbst, was ihr wo wie kommentieren wollt. Für mich hat der Junge ein gutes Spiel gemacht. Für mich hat der Junge natürlich viele liegen lassen, die uns einen Dreier, ja, wahrscheinlich am Ende eingebracht hätten, aber da war er nicht der Einzige. Auf der anderen Seite Osako, der hat auch gut Lack abgekriegt. Dabei fand ich eigentlich seine Leistung deutlich besser wieder als in den vergangenen Wochen. Natürlich hier und da hat er sich, ja, nicht unhäufig zu spät vom Ball getrennt oder in den falschen Situationen, aber er hatte auch gute Umschaltmomente und er hatte auch eine große Chance in der ersten Halbzeit. Und wir kommen ja in diese Situation auch dadurch, dass wir solche Spieler haben, die so ein Gespür für Räume, für Momente halt eben haben wie diese Spieler. Und auch das wird halt bei so vielen nicht gesehen und das, ehrlich gesagt, Leute, fuckt mich so ein bisschen ab. Um dann nicht so gleich ganz abzudriften ins Negative, möchte ich dann halt dennoch mal sagen, wer mir richtig gut gefallen hat, das waren zum einen Möwald, der kurzfristig reingekommen ist wieder, der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, wirklich sehr stabil, defensiv gut, auch in den Umschaltbewegungen sehr, sehr stark, auch mit Druck nach vorne. Und dann auch Max Kruse, der sich einfach selber immer weiter aus diesem Formtief rauskämpft, und wir merken auch einfach, wie wichtig das für uns ist, dass er wieder so kommt. Und ja, natürlich halt auch jetzt für alle seine Kritiker wird es ihn wahrscheinlich jetzt am meisten befriedigen, dass er jetzt halt einfach wieder mit deutlich besseren Leistungen
aufhorchen lässt. Kruse war für mich in dem Spiel wieder ein Captain, Leader, ein Anführer, ein Anpeitscher, wirklich ein unermüdlicher, nach hinten Wege gemacht, nach vorne Wege gemacht, gute Raumverlagerungen, gute Seitenverlagerungen und ja, am Ende ja, fehlen halt einfach nur die 3 Punkte. Ein kleines Wermutströpfelchen noch natürlich auf der rechten Abwehrseite. Theo hat zwar den Ausgleich gemacht in der zweiten Hälfte, hat aber wirklich eine komplett erste Hälfte verpennt, hatte gegen Schulz eigentlich wirklich die komplette Seite nicht im Griff. Also wir waren eigentlich 45 Minuten lang ohne Rechtsverteidiger. In der zweiten Halbzeit war das besser, da hat er sich ein bisschen auf ihn eingestellt. Da war das halt auch ein richtig packendes Duell zwischen den beiden. Hat seinen Fehler vor allen Dingen auch wieder gut gemacht vor dem 0-1 mit dem Kopfballtor, das auch umso wichtiger war. Denn Leute, stellt euch mal vor, wir hätten hier gar keine Punkte mitgenommen, aber ja. Es ist, wie es ist. Es hätten 3 sein müssen. Es ist einer geworden. Aber wir halten fest, Werder kommt spielerisch aus diesem Tief wieder langsam raus. Man spielt besser. Man kann sich am Ende natürlich nichts für einfach nur gute Spiele kaufen. Aber mir ist das irgendwie trotzdem nach wie vor ganz recht so, wie sich Werder entwickelt, wie sich das mit dem Trainer entwickelt. Und klar hätte ich auch gerne mehr Punkte. Aber am Ende, Leute, wann hatten wir schon mal irgendwie zuletzt diese Situation nach 16 Spieltagen mit 22 Punkten? Also Kirche mal schön im Dorf lassen. Wir haben überall mal Punkte liegen lassen, haben hier und da mal mehr Punkte geholt, als wir eigentlich vielleicht verdient hätten. Am Ende des Tages, Leute, ist das Ziel nicht aus den Augen verloren. Wir müssen natürlich auch immer gucken, was hinter uns passiert, aber es ist eine Hinrunde, die insgesamt Mut macht. Und deshalb jetzt, Leute, schreibt ihr mir einfach, was ihr denkt, wie ihr es fandet, und wir schnacken dann und freuen uns auf Leipzig. Reingehauen. Ciao.